Junge, 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 Martin. Ist das heute Abend wieder ein Dienst, du? Zum Einschlafen. Ja, siehst du, das ist eben ein ruhiges, idyllisches Leben. Wie bei Mutter. Darüber bin ich gerade froh. Naja, wir sind eben grundverschiedene Menschen. Du willst immer fein deine Ruhe haben und ich möchte mal... Komm, wir fahren mal zum Amerikaner. Los. Ja. Mindestens ein Jahr? Nein, der ist frei. Frei? Wie ist denn das möglich? Frag nicht. Er kommt morgen von drüben. Du holst ihn am Quai ab, bestellst Zimmer im Splendid. Er soll dort auf mich warten. Morgen kommt McBoa? Wirklich? Der heißt jetzt Braun. Vergiss das nicht. Geschwind mit dem Mädel. Patterson darf sie nicht sehen. Verstanden? Trude, wir müssen jetzt weg. Nimm mal das Paketchen hier, du gibst mir es im Auto wieder. Ja, ja, Martin. Glaub mir, Reichtum schändet nicht. Aber er gibt immerhin eine gewisse Beruhigung. Stimmt. Sag mal, Martin, warum bist du gleich wieder weggefahren von dem lustigen Amerikaner? Wir müssen auch weiter die Runde machen. War das ein Feuerwerk? Wie jeden Mittwoch auf dem Urlaub der Fähre, was? Und dann so ein Tango, du. Und dabei so ein kleines Mädel im Arm. Du wirst schon wieder sentimental. Aber Hans, komm doch wieder zu dir. Was, zu mir? Nein, Martin, du, ich komm zu dir, du. Ach, so die dummen Witze, hör lieber auf. Der Kahn läuft doch ganz von alleine. Martin! Das ist ein Boot gerammt. Komm, los. Muss doch hier gewesen sein. Also, Mann, immer mit der Ruhe, mein Junge. Such doch mal. Immer mit der Ruhe und rutsch in sein Geld, Mann. Was? Wo denn? Ich sehe gar nichts. Siehst du nichts? Du, Martin, da. Na, da schwimmt doch was. Oh, na hier. Ich doch. Nee, nee, lass mal. Ich geh rein. Du, Martin, ich habe mir nichts hier gefischt. Hat zu flossen? Nein, aber ein paar wundervolle Beine, du. Ah, hier. Komm, bis her. Hast du sie? Ach, ah. Oh, Gott, das arme Mädchen. So, hier mit Decke. Leg sie noch hin, so. So, Martin, nimm noch die Schuhe weg. So, dann gib den. So, hier die Decke. So, dann gib mal den Dauerstoff aber an. Und den haben wir vergessen. Kissen. Na, lass mal, ich werde dem Mädel schon, werde ich schon Luft einpumpen. Gib mal das Kissen. So schön. Gib mal die andere Dinge. Ja, jetzt wollen wir sie erstmal richtig schön zurecken. Martin, los! An Land! Komm! Der Schweinehunde sind ausgegriffen. Martin, komm los! Komm an Land!
Hey, was macht der da? Ich komm hier. Na, Martin, kannst du noch? Ach, Hans, da bist du ja. Tut den Jungen den Kaumwunsch. Na, komm schnell. Habt ihr Polizeiboot 3 gesehen? Tja, da drüben liegt es. Ein Herr und ein Mädel sind ausgestiegen und mit dem Auto ins Krankenhaus gefahren. Warum sagst du das nicht gleich? Komm. Erlauben Sie mal, mein Rad. Soll auch hier bleiben. Wir informieren uns, ihr Fahrer. Geben Sie mal Ihre Adresse. Die Welt mit Butter vernagelt. Und mehr keine Bedrohung? Merkwürdig. Meine Perlenkette muss an Bord gestohlen worden sein. Ich habe sie von meinem Mann zur Hochzeit bekommen. Sie ist 80.000 Baby, schrei doch nicht so. Red dich doch nicht so auf, Baby. Ruhig. Aber ich bitte Sie, meine Liebste, Sie sehen doch, es geschieht alles, was möglich ist. Herr Patterson, bitte. Herr Kommissar, ich habe meine Yacht bis auf den letzten Winkel durchsuchen lassen. Mhm. Captain? Jawohl. Aber jemand muss mich doch bestohlen haben. Wir haben uns freiwillig visitieren lassen. Ruhe, mein Herr. Es wird ja niemand bestohlen. Herr Kommissar, ich stelle ausdrücklich fest, meine Frau hat niemanden beleidigt. Manu, was ist denn hier los? Ha? Maskenball bei der Kriminalpolizei? Sie sehen ja selber aus wie eine Maske. Sie, ich komme von einer charmanten Wasserpantomime. Sie können nach Hause gehen, ich danke Ihnen. Ja, also komm, mein liebes Baby. Aber meine Perlenkette, Alfons. Ich werde sie schon finden. Angenehme Ruhe, Herr Kommissar. Ja. Herr Patterson, noch einen Augenblick. Es gibt da noch eine Möglichkeit. Hat jemand vorher die Yacht verlassen? Aber das ist doch ganz unmöglich. Wir haben ja nur eine Barkasse. Ja, das stimmt. So. Tja, das ist dann aber merkwürdig. Ja, die ganze Geschichte ist mir außerordentlich unangenehm. Ich will morgen wieder in See gehen. Ich setze 1.000 Dollar Belohnung für die Wiederbeschaffung aus. Nur zur Kenntnis genommen, Herr Patterson, ich danke Ihnen. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Danke sehr. Für gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sehen ja gut aus. Ja. Wie gewaschen und nicht abgetrocknet, ne? Wollen Sie ein Handtuch? Nein, danke. Cognac wäre mir lieber. Kann ich mir denken. Ihre Meldung ist mir durchgegeben worden, Röder. Haben Sie denn den Kerl gesehen? Nein, Herr Kommissar. Das heißt doch, natürlich. Aber nur von hinten, na, davon hat man ja nichts. Ein guter Polizist sieht auch von hinten. Natürlich, ja. Sie machen es mal mit dem Geruch, ne? Wo sind Sie denn überfallen worden, Röder? In der Nähe der amerikanischen Yacht? Direkt zwischen Quay und der Yacht. Der Schlepper Delphin, der hat ein kleines Motorboot gerammt. Das war natürlich unbeleuchtet. Wie er hin, das Mädel aus dem Wasser geholt hat, das wissen Sie ja. Ja. Aber was Sie nicht wissen, Herr Kommissar, das Mädel hatte nämlich auch so ein Maskenkostüm an. Das ist ja sehr interessant. Warum sagten Sie das nicht gleich? Die guten Sachen kommen bei mir immer zum Schluss. Also, dann ist doch jemand früher von der Yacht weg. Aber natürlich, Herr Kommissar. Und wenn wir den Fall aufklären wollen, brauchen wir nur nach einem schönen Mädel suchen. Ja.
Sie kommen doch nicht in Frage. Nee. Aber ich werde Sie finden. Wie sieht's aus? Ja, wenn ich Ihnen das sagen soll, die Haare waren alle mitten im Gesicht. Nee. Aber die Figur, die habe ich mir gemerkt. Ja, wir haben ja einige sehr wichtige Anhaltspunkte. Wenn Sie noch etwas erfahren, Röder, dann kommen Sie nur zu mir. Jawohl. Voll schön uns jetzt das Protokoll. Jawohl, Herr Kommissar. Na, Herr Kommissar, ich kann mich jetzt mal trockenlegen, nicht? Das Wasser war nämlich heute Nacht sehr feucht. Marini! Frauen? Ja! Bin schlank geworden, was? Mein Freund Parker? Marini? Na, wo wohne ich denn? Splendid. All right. Besorg die Koffer. Komm jetzt. Hotel Splendid. Steig ein. Patterson liegt im Hafen? Ja, mit seiner neuen Yacht. So. Und wie geht es, Gloria? Sie kommt gleich zu dir ins Hotel. Gut. Ich war ganz überrascht, dass du frei bist. Ich habe mich ja sehr gefreut. So? Na, dann ist ja alles gut. Warum denn so nervös? Kannst du das nicht verstehen? 4 Jahre habe ich sie nicht gesehen. Jetzt. Nein. Gloria. George. Dass du mir geholfen hast, herauszukommen, das werde ich dir nie vergessen. Nicht mehr zurückdenken. Jetzt bist du ja frei. Ja. Jetzt komm, Kind, setz dich. Ja, ich bin frei. Und die 4 Jahre, na, die habe ich überwunden. Aber dass dieser Kerl, dieser Patterson, mich auf eine so gemeine Art verpfiffen hat, na. Natürlich. Durch deine Verurteilung hat er sich das große Vermögen gemacht. Na, das hole ich mir wieder. Aber ich ruhe nicht eher, bis ich ihn vollständig erledigt habe. Die Gelegenheit wirst du haben. Wollen wir ja da? Na, dann wollen wir gleich anfangen. Wer sind Sie denn? Ich bin doch hier der neue Clown. Ich will auch mit euch eine große Nummer machen. Na, du kleiner Brocken, bist wohl eine Nummer zu klein geraten, was? Also Kinder, los, stellt euch mal alle auf. Aufstehen. So, Kopf hoch und die Haare mitten ins Gesicht rein. So ist gut, so ist großartig. Kinder, ich sage euch, das wird eine fabelhafte Nummer hier. Na, was denn mit euch? Was soll denn das sein? Bei euch sind wohl die Motten drin, was? Ich bin mal richtig, ich glaub, der Kerl ist geil. Ja, los, die Haare mitten ins Gesicht rein. Na los, die. Was machen Sie denn da mit meinen Mädels? Ich? Ich bin doch hier engagiert. So, als was denn? Als Clown. Ach, da müsste ich aber eigentlich was davon wissen. Wieso denn? Ich bin nämlich der Direktor. Ah, dann hab ich Pech gehabt, was? Also, was heißt das? Wer sind Sie? Wenn Sie es genau wissen wollen, Hafenpolizei. Was wollen Sie hier? Ich suche ein kleines Mädel, das ich heute Nacht aus dem Wasser gefischt habe. Und den dazugehörigen Kavalier. Sie, wenn ich den erwische, der kann sich gratulieren. Ja, was suchen Sie denn da bei mir? Na, irgendwo muss ich doch anfangen, ne? In meinem Unternehmen kommt so etwas nicht in Frage. Aha. Haben Sie die Mädels angesehen? Ich hoffe, Sie haben noch ein paar mehr, ne? Nein, das sind alle. Tja, dann muss ich noch woanders suchen. Dein Plan, dass mich Patterson heiratet, lässt sich nicht durchführen. So. Seine Tochter wird es immer verhindern. Vivian Grey. Ja, die Vivian Grey. Ja, die singt jetzt in Europa, hat große Erfolge. Patterson ist überhaupt nur ihretwegen herübergekommen.
Wie lange bleibt ihr hier? Er will morgen bereits nach Genua, um Vivian dort zu erwarten. Das darf auf keinen Fall geschehen. Beruhige dich. Er wird nicht nach Genua fahren. Seine Tochter wird zu ihm nach Hamburg kommen. Wie meinst du denn das? Hier ein Foto von Vivian Gray. Ja und? Geh jetzt zu Barini und lass dir das Mädchen zeigen, das er mir heute Nacht auf die Yacht gebracht hat. Und du wirst eine überraschende Ähnlichkeit feststellen. Hat Patterson sie gesehen? Aber nein. Gut. Ich gehe jetzt zu Barini. Und du setzt alles daran, dass Patterson hier bleibt. Wir treffen uns beim Lunch. Mhm. Ja? Na, Judith, wie geht's? Alles gut bekommen? Ich bin noch ein bisschen müde. So, na, dann werde ich dich mal gleich in Schwung bringen. Ich habe nämlich eine große Neuigkeit für dich. Was denn? Ein Freund von mir, ein großer amerikanischer Manager, ist angekommen. Und ich habe ihm von dir erzählt. Und er will dich kennenlernen. Ach, ich will ja so gern vorwärts kommen. Man kann ja nie bis... Los, immer fleißig bleiben. Tode, sag niemand etwas davon, wo wir gestern waren. Ich könnte Unannehmlichkeiten haben mit der Hafenpolizei. Wegen Verkehrsunfall. Nein. Von dem kleinen Paket sag auch nichts. Ich habe nämlich ein bisschen geschmuggelt. Von mir erfährt niemand etwas. Braun. Bleib mal hier, Trude. Das ist der große amerikanische Manager Braun. Und das ist die kleine Künstlerin, von der ich dir erzählt habe. Ah? Na, meine Freundin, wenn Ihre Stimme so ist, wie Sie aussehen, dann wäre das ja großartig. Können Sie mir etwas vorsingen? Aber gern. Unser Lied. Nimm die Blumen. Ich habe ein Herz, das nach Liebe sich sehnt, drum hab ich die Blumen so gern. Und wenn ich das Leben auch noch so verwöhnt, hab ich ja die Blumen so gern. Blumen wird man nie verschenken. Liebes zu denken und sind sie darum, meine Damen und Herren, hab ich ja die Blumen so gern. Dankeschön, mein Fräulein, ganz ausgezeichnet. Bravo, bravo, es genügt mir. Ja, ich interessiere mich sehr lebhaft für Sie. Mein Kind, ich werde mal mit Ihrem Herrn Direktor sprechen. Vielleicht kann ich etwas für Sie tun. Komm bitte in mein Büro. Na schön. Ein schönes Kind. Ja, Kleines. Wenn Sie fleißig sind, dann können Sie Karriere machen. Man muss nur den richtigen Start finden. Der Start ist alles. Ja. Also bis nachher. Komm. Bitte. Haben Sie eben da drin so schön gesungen? Ja. Hat es Ihnen gefallen? Mhm. Sie sind ja eine kleine Künstlerin. Noch nicht, aber... Aber was nicht ist, das kann doch noch werden. Ich hoffe. Bestimmt. Was machen Sie denn hier im Hippodrom? Ich bin hier Animierreiterin. Was sind Sie? Was hält Sie da alles für Berufe gibt? Ich reite Reklame, verstehen Sie? Damit die Gäste Lust bekommen. Großartig. Also Fräulein, hören Sie mal zu. Ich komme heute Abend hierher und dann animieren wir beide zusammen. Ne? Hm? Nein, nicht doch. Niedlich, wie so ein kleiner Strubel, Peter. Was fällt Ihnen denn ein? Sie gehören ja gar nicht hierher. Ich mach's auch nicht mehr lange mit. So?
Ein Manager interessiert sich für mich. Ach, das war wohl der Herr, der mit dem Direktor rausgegangen ist. Ja, Mr. Brown aus New York. Bruder, nun komm schon. Wir müssen probieren. Wer ist denn der wilde Mann da? Unser Stahlmeister. Ah. Ich soll doch im nächsten Programm auftreten als singende Amazone. Als was? Was ist das schon wieder? Nun komm schon endlich. Ja, doch ich komme ja schon. Also sehe ich Sie heute Abend? Oder kann ich Sie noch früher treffen? Hm? Ja, vielleicht. Ich bin in der Manege. In der Manege? Ich habe dir doch schon gesagt, ich habe viel Unglück gehabt. Aha. Es war nicht so leicht, sich eine neue Existenz zu gründen in einem fremden Land. Von dem letzten Rest habe ich das Hypodrom hier eingerichtet. Also mit einem Wort, mein Geld ist weg. Gerade jetzt, wo ich es brauche. Ich habe einen Schmuck. Den kannst du haben. Der ist viel mehr wert. Perlen. Ah! Dann hat also Glory doch recht. Du hast den Schmuck vom Bord gestohlen. Woher ich ihn habe, geht dich nichts an. Hauptsache, du kriegst dein Geld. Du bist schon wieder frech. Loslassen Sie uns die Polizei ab. Loslassen, sage ich. Ach, du blöder Hund! Du blöder! Ah, das ist ja ganz schlecht. Die Szene ist ja ganz, ganz schlecht. Kann ich ja gar nicht brauchen. Die Szene ist nicht schlecht. Sie müssen sie nur besser spielen. Was wollen Sie denn schon wieder? Sehen Sie das schon viel natürlicher. Ja, ja, Sie haben Talent. Sie dürfen nur nicht immer lügen. Was? Sie haben ja doch eben in der Manege gesagt, Sie haben keine anderen Mädel mehr. Sie haben ja doch noch eine. Aber die ist es auch nicht. Klopfen Sie das nächste Mal an. Och, Herr, Sie, seien Sie lieber ganz ruhig. Auf Wiedersehen. Und nicht mehr lügen, meine Herren Versteller. Na. Da hast du die Polizei. Du willst mir also nicht sagen, wo du heute Nacht mit Barini warst? Nein. Bruder, wie kannst du dich denn mit dem da einlassen? Du weißt doch ganz genau, dass der jede Woche mit einem anderen Mädel loszieht. Du, ich will dir mal was sagen. Ich lasse mich mit niemandem ein. Merkt dir das? Na, Fräulein, wie ist denn mit uns beiden schön? Treffen wir uns heute Nachmittag? Ja, warum nicht? Weil. Holen Sie mich in meiner Pension ab. Also mal, das ist Seilerstraße Nummer? 12. Abgemacht. Sie aber mich nicht versetzen, mein Kind. Nein. Was man verspricht, das muss man auch halten, ne? Sie hat aber nichts zu versprechen. Och Gott, oh Gott, Herr Domteur, nun stellen Sie mich nicht so an, ne? Ich bringe Ihnen das kleine Fräulein schon unversehrt wieder nach Hause. Was? Also, hier, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, wichtig. Tschüss. Du bist ja heute so konsequent. Also, einverstanden. Gib den Schmuck her. Ich habe ihn jetzt nicht da. Komm heute Abend her. Na gut. Ich bin heute Abend hier. Hotel Splendid. Möglichst rasch. Jawohl. Chauffeur, los, schlafen Sie mich. Los, fahren Sie dem Auto nach. Ein bisschen spät. Na. Übrigens, du hast recht. Barini hat den Schmuck. Habe ich mir's doch gedacht. Ja, aber heute Abend hab ich ihn. Heller. Bitte? Wer ist denn der Heller? Mr. John Brown aus New York. So. Wann ist er angekommen? Heute früh. Und die Dame? Bedauere, kenne ich leider nicht. Na, danke. Nun, was ist denn mit dem Mädel? Ausgezeichnet. Sie hat wirklich eine ganz frappante Ähnlichkeit mit der Vivian Grave. Und auch die Stimme. Ja, ja. Na also?
Bist du zufrieden mit mir? Sehr. Mach dir mein Kompliment. Danke. Aber jetzt schnell. Ganz schnell. Das ist die Hauptsache. Du sieh mal, was hier am Donnerstag ist. Weißt du was? Die Kleine wird bereits in diesem Konzert singen. Als Vivian Grey. Sag ihn doch, der Kommissar ist nicht da. Davon will ich mich selber überzeugen. Bitte, bitte. Sag, Martin, ist der Kommissar wirklich nicht da? Der Kommissar kommt erst jeden Abend zurück. Da haben Sie ausnahmsweise mal die Wahrheit gesagt. Was wollen Sie denn überhaupt von dem Kommissar? Das können Sie doch genauso gut mir sagen. Ich habe nämlich die Nixe gefunden. So, wer ist sie und wo wohnt sie? Das ist eine kleine Animiererin aus der Pension Palke. Ich will das Mädchen sofort beobachten. Nun mal langsam, langsam, Sie. Das Mädel gehört mir. Wieso? Na, ich hab sie doch gefischt. Aber jetzt gehört das Mädchen dienstlich der weiblichen Kriminalpolizei. Und das bin ich. Ach, Sie sind weiblich. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Auf Wiedersehen, Bubiköpfchen. Sie haben Manieren wie ein Radfahrer. Ja. Sie möchten mich besprechen? Herr Patterson? Ja? Ich komme von der Hafenpolizei. Von der Polizei? So, womit kann ich Ihnen dienen? Gerne einige Auskünfte. Na, bitte sehr. Sind Sie in der Sache weitergekommen? Ja, ich glaube, Herr Patterson. Das ist ja sehr erfreulich. Rauchen Sie eine Zigarre? Warum nicht? Ne? Bitte? Dankeschön. Frau Gemahlin? Ja? Charmante Frau. Hallo, Fred. Ja? Ach, du hast Besuch. Verzeihung, dann will ich nicht stören. Danke, Megan. Das ist meine Frau. Rüder, heiße ich. Ich habe eben schon Ihre Fotografie bewundert. Der Herr ist von der Hafenpolizei. Er will den Schmuck wiederfinden. Ach, das ist ja interessant. Haben Sie schon eine Spur? Ich werde mir die größte Mühe gegen die Frau. Den Täter zu finden. Na, dann beeilen Sie sich mal. Ich will nämlich morgen wieder abreisen. Bis Sie abreisen, Herr Patterson, ist die Sache unter Garantie geklärt. Na, das ist alles in Ordnung. Auf Wiedersehen, die Frau. Auf Wiedersehen. Ich kann mir jetzt die Yacht ansehen. Ihnen stehen alle Türen offen. Danke. Auf Wiedersehen. Fred? Ja? Du musst gar nicht abreisen. Wieso? Ich habe eine große Überraschung für dich. Du hast eine Überraschung für mich? Was gibt es denn? Vivian wird morgen hier in Hamburg sein. Die Vivian kommt hierher? Mhm. Aber dann hätte sie mich doch benachrichtigt. Ach du, noch viel mehr. Sie singt sogar in einem Wohltätigkeitskonzert im Hotel Splendid. Ah, grüß Gott, gute Frau. Guten Tag. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Tja, bitte treten Sie näher. So, dann bitte nehmen Sie meinen Karton. Gerne. Danke. Der Stallmeister, ne? Das wohl dein Freund so fürs Herz, was? Na, 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 na. Der Junge war doch fürchterlich eifersüchtig. Auch eifersüchtig. Er hat mich wirklich gern. So. Und dem sagst du nicht mal, wo du heute Nacht warst? Wieso? Jeder fragt mich. Wo soll ich denn gewesen sein? Ich war zu Hause. Dann reg dich nicht auf, ist schon gut. Ach gut, ich hab satt. Ich muss von hier weg. Ich will vorwärts kommen. Ich muss. Na, dann hast du doch jetzt die größte Chance. Dieser Braun, dein Manager, der wird das schon richtig machen. Ja, du glaubst? Du, der hat mir eine Karriere voraufgesetzt. Na, kann man doch nur gratulieren. Ne? Nein, noch nicht. Wieso? Ich bin ja noch nicht. Du bist sogar schon sehr viel, Kind. Du bist ein liebes, gutes Mädel. Du gefällst mir ja auch sehr. Was habe ich denn davon? Hm? Fährst du ja doch nach Amerika. Bis dahin ist noch so viel Zeit. Stimmt. Und jetzt? Jetzt, Tudo. Hm? Jetzt muss ich davon. Was habe ich mir gedacht? Sonst komme ich zu spät zur Vorstellung. Aber ich gehe mit dir. Komm. Was wünschen Sie? Was machen Sie hier in meinem Zimmer? Unsere Wirtin sagte mir, dass wir gewissermaßen Kolleginnen sind. Und man freut sich doch immer, wenn man jemand vom Bau trifft. Ach, Sie sind Künstlerin? Jawohl. Na, das freut mich. Und Fräulein Trudi, erst das Abendbrot. Stellen Sie nur deinen Kopf an. Ach, die Damen haben dich schon bekannt. Ja, das haben wir. Und ich möchte dann auch etwas zum Abendessen haben. Vielleicht ein kräftiges Hoppelpoppel. Gerne, gerne. Soll ich Ihnen ein Brötchen schmieren? Ja, bitte. Ja.
Ach, Sie sind heute erst eingezogen, Frau... Jolanta Doré. Jolanta Doré, sehr berühmt. Ja, aber lassen Sie sich deswegen nicht stören. Ich werfe nur einen Blick in die Zeitung. Und ich nicht ein bisschen Schinken nehmen? Grauenvoll, grauenvoll. Mein Schinken? Ach wo, hier, Verbrechen über Verbrechen. Bitte, vor der Aufklärung des geheimnisvollen Juwelenraubs auf der Yacht des Millionärs. Was sagen Sie? Ach, lesen Sie doch bitte weiter. Ja, man hat ein junges Mädchen aus dem Wasser gezogen. Das soll die Diebin sein. Man ist ihr bereits auf der Spur. Das ist ja schrecklich. Ach, geben Sie mir bitte mal die Zeitung. Bitte, mein Kind. Ja, ja. Verzeihen Sie. Einen Moment. Ja. Was hat denn das Mädchen? Was regt sie eben auf, das junge Wurm? Man kann ja heutzutage keine Menschen mehr trauen. Willi. Hm? Ich muss dich sprechen. Was hast du denn? Willi, bitte, sei mir nicht böse. Ich hab dich angelogen. Du red doch schon. Ich war doch heute Nacht mit Parini auf einer Maskenball, auf einer Yacht. Du dort hatte mir ein Päckchen gegeben, aber ich wusste doch nicht, was drin war. Ich verstehe dich nicht. Hier. Gib doch her. Na und? Ich bin das Mädchen. Guten Tag. Frau Palke? Ja? Ach, ist die Tude immer noch nicht fertig? Ich warte schon so lange. Ja, kommen Sie mal rein. Sie ist da. Dankeschön. Rechts. Rechts? Ja. Dankeschön. Ein netter Mensch. Entschuldigen Sie, ich suche Frau Tude. Ja, Sie suchen sie? Und ich habe sie gefunden. Schönholz! Ach, gut, Holz, Fräulein Schönholz, Sie sehen ja aus wie bestellt und nicht abgeholt. Das verbitte ich mir. Ich bin hier dienstlich. Ach nee, niedlich. Alles neu macht am Mai. Das hübsche Kleidchen und die kleinen Blümelein. Was ist das? Oh. Also wissen Sie, Schönholz, ich kann Sie direkt nicht ansehen. Tude, du musst den Schmuck heute noch wieder haben. Und ihn heute noch zurückgeben. Aber wie soll ich das machen? Du wirst ihn von Barini verlangen. Und wenn er ihn nicht hergibt, dann werde ich mit ihm reden. Keine Ahnung von Kriminalistik. Nein, aber Sie werden mich aufklären, was? Ja. Ja. Das könnte Ihnen so passen. Wieso? Ich tue ja immer doch das Gegenteil von dem, was Sie machen. Doch gehen Sie weg mit Ihren frechen blauen Augen. Da kann man ja blind werden. Sind schon welche blind geworden. Da bist du ja, Tude. Na, endlich, mein Kind. Wie siehst du denn aus? Hast du geweint, du? Hat dich hier vielleicht unsere blonde Julia geärgert, was? Na also, denn sei doch lustig, mein Kind. Ich hol dich doch ab, wir gehen ins Hippodrom und wollen reiten, nicht? Was? Reiten wollen Sie? Na, Sie werden uns mit Ihren blonden Lämmerlocken die Pferde nicht scheu machen. Was? Tude, Tude. Na, du lach doch, mein Kind. Sei doch vergnügt. Wir gehen heute Abend reiten. Tude! 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 Sei doch nicht so lustig, mein Kind. So, hoppla. Dankeschön. Du, ich bin ganz schwindelig. Machen wir unseren Tisch. Hier, Kellner, komm schon her. Doch, kannst du die erste Abfuhr noch nicht geritten haben? Bitte weiter, bitte weiter. Natürlich, war fein, was? Nur ein bisschen kurz fürs Geld, nicht? Du, eine animierte Reiterin, die habe ich mir immer viel lustiger vorgestellt. Wenn du noch lange so ein Gesicht machst, dann fahre ich an zu weinen. Ich lache ja schon wieder. Ja, aber sehr sauer, mein Kind. Was ist denn nun schon wieder los? Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser sensationelles Gala-Programm. Ich sage nur ein Wort. Apfelsorte. Die Hippo-Girls.
phänomenal hypnotisiert. Die Konkurrenz des Casino de Paris. Jung, schön und knusprig, ne? Die kenne ich schon alle vom Jumpernski. Wir hören 10.000 Eliten den Gipfel unserer Kunst. Herr Gefällmeister, bitte. Das ist doch noch viel gemütlicher, ne? Das ist doch viel schöner im Dunkeln, was? Geburtstag gewünscht. Wieso Geburtstag? Was heißt das? Da sind Sie noch gar nicht dran. Ach, lassen Sie doch die dummen Witze, ja? Nee. Fräulein Schönholz, was Sie nämlich hier suchen, ja? Das habe ich schon lange gefunden. Ach, wieso? Erzählen Sie doch bitte. Na, Sie waren noch beim Kommissar, ne? Ja. Na, was hat der Kommissar Ihnen gesagt? Er hat die Spuren. Welche Spuren? Von der Straßenbahn vielleicht, ne? Ach, machen Sie doch keine dummen Witze. Was ist denn los? Was machen Sie wieder? Sie machen doch Dummheit. Das bin ich doch nicht gewesen. Für das Pferd ist das scharf auf Sie, nicht? Kommen Sie mal her, Herr Oma. Das wollen wir begießen hier, wir beide. Ja, ich verzichte. Was verzichten Sie denn? Herr Schallmeister, kommen Sie mal her, nehmen Sie mal den Säuger weg. Geh los von meiner Braut, du. Braut? Verbitte ich mir. Dann schon lieber Ihre Witze. Bei diesem Ritt, wenn die Ballons in die Luft gepumpt, Pferde! Jeder Schuss ein Treffer, jeder Schuss ein Hoch, genau. Zur Kasse! Der blonde Polizist ist ja schon wieder da. Der ist nur in das Mädel verknallt. Den Schmuck hast du doch jetzt da, hm? Ja. Ja? Dann komm, ich will ja nicht gesehen werden, bitte. Thank you.
Der Schmuck ist weg. Der Schmuck. Mit mir machst du solche Sachen nicht. Gib ihn her. Ich habe ihn vor ein paar Minuten hier hineingetan. Mach kein Theater, alter Komödiant. Ich kenn dich. Was, du kennst mich? Ich kenn dich. Das warst du. Halt's Maul. In 5 Minuten ist der Schmuck zurückgegeben, oder? Was, oder was? Glaubst du, ich habe Angst vor dir? Du, vielleicht freut man sich in Amerika, einen gewissen Herrn wiederzusehen. Du Schuft. In 5 Minuten, mein letztes Wort. Was machst du denn hier? Du warst am Schreibtisch. Gib das Paket her. Lassen Sie mich los. Du hast mich ja bestohlen. Sie haben gestohlen. Ach, du kommst wohl von dem blonden Spitzel. Das ist nicht wahr. Ich bin ein anständiger Mensch. Aber Sie... Ruhig! Gib das Paket her. Das Paket, sag ich dir. Was ist denn los? Raus, geht's an Ihre Arme. Was ist denn los, die Lung? Hat sie den Mund, sie? Im Gegenteil, sie, ich schreie. Alles unfair, ich hole die Polizei. Nein, warte, und ich schieße sie nieder. Oh, Lung? Hör das mit dem Ding? Ja, mit dem Revolver? Weg, weg. Jeder Schuss ein Körper. Jeder Schuss ein Lung. Los. Erschossen. Um Gottes Willen! Erschossen? Holy, du darfst mit der Sache nichts zu tun haben. Bitte doch, flieh doch! Nee. Flieh! Hule. Flieh! Hule! Sie haben in dem kritischen Moment geschossen. Ich kann gar nicht schießen. Was reden Sie denn da? Bei mir ist alles Dreck. Ich habe nur Platzpatronen im Gewehr. Immer wenn ich schieße, werden die Ballons durch Kontakte ausgelöst, nicht wahr, Yvonne? Wenn ich auf den Knopf drücke, dann platzt in der Luft ein Ballon. Ach so, es handelt sich um einen technischen Trick. Jawohl. Der Standmeister sagt, er hätte ihn erschossen. Mit dem Revolver. Sie gestehen, Ihren Direktor Barini erschossen zu haben? Ich weiß selbst nicht. Ich glaube, ich habe ihn in der Notwehr erschossen. Dass Sie die Kleine so groß machen wollen. Sie ist ein gutes Mädel. Ja, sie schon gut, Frau Palke, aber warum kommt sie denn nicht? Ich warte schon seit 11:30 Uhr. Ja, Sie erinnern sich doch, dass ich bereits um 10:30 Uhr hier war. Tja, das weiß ich ganz genau. Ja, nicht wahr? Ah, Frau Palke, damit Sie nicht zu kurz kommen, wenn jetzt Fräulein Trude auszieht. Oh, danke schön, Herr Direktor. So ein Glück. Ich freue mich wie eine Mutter über das Mädel. Tulle, warum bist du mir eben weggelaufen, du? Es ist ja alles so schrecklich. Was denn? Der Barini. Oh, Kind, nimm dir das doch nicht so zu Herzen, du. Gauner und Spitzbuben gibt's überall. Komm, wir gehen in die Kneipe rein. Und lass dir Kaffee trinken, armes Mädel. Du, musst doch wieder zu dir kommen, ne? Komm. Thank you.
zwei Kaffee. Bring sie hier rein. So, nun vergessen wir, was früher passiert ist, Tudor, nicht? Nicht so im Gesicht, machen, mein Kind. Guck mich nett an. Gut, zwei Kaffee. Ein bisschen. So. Na, ein bisschen Milch, hm? Sag mal, hast du Angst vor mir? Nein, Hans, ich habe keine Angst. Aber was? Sag mal, bist du von der Polizei? Nun, wenn ich von der Polizei wäre, was wäre dann? Hm? Was willst du dann von mir? Ich will doch nichts von dir, mein Kind. Ich hab dich gerne. Kann denn einer von der Hafenpolizei nicht auch mal verliebt sein? Hm? Ich glaub dir das nicht. Sag mal, hältst du mich für so dumm, du Tudel? Ich weiß doch ganz genau, dass du mit der ganzen Geschichte nichts zu tun hast, ne? Wirklich? Du glaubst mir? Aber natürlich, mein Kind. Ach, die Erde ist so rund, nach Süd und Wend, und das Leben ist so bunt. Na schön und Wend. Heut küsst uns ein roter Mund. Na schön und Wend. Morgen kommt man auf den Hund. Na schön und Wend. Bleibt so, wenn man dir gibt und nimmt. Es ist alles allzu schlimm. Kind, du brauchst nicht weinen. Du hast ja einen und der bin ich. Brauchst du einen ganz schnell, dann ruf nach Hans schnell, denn der bin ich. Schau, ich kann dich so gut leiden, denn du bist bescheiden und das ist so was für mich. Ja, Kind, du brauchst nicht weinen, du hast ja einen und der bin ich dir. Und der bin ich dir. Und der bin ich. Nur ich. Sag das Glück dir mal ade. Na schön und wenn, und verbrennt der ganze Schnee. Na schön und wenn, Kind, dann denkst du bloß an mich, wie ich dich kenn, und sagst ebenso wie ich. Na schön und wenn, wir zwei, wir sind aus einem Guss. Komm, gib mir einen Kuss. Kind, du brauchst nicht einen. Deine Kleine, die ist lang weg. Hat
zurück vom Platz. Sag doch mal, ist man eifersüchtig? Natürlich. Wenn sie wenigstens echt wäre, lass mich durch. Was ist denn los? Der Wirt. Hier, für die zwei Kaffee. Stimmt. Mit Bedienung. Danke. Nicht möglich. Das ist keine Mehl. Ausgeschlossen. Ihre Karriere verlangt ein anderes Milieu. Herr Braun, Sie hier? Ja, wo bleiben Sie denn so lange, mein Kind? Ja, wir waren doch verabredet. Wissen Sie denn nicht, was passiert ist? Was ist passiert? Willi hat Barini erschossen. Der Willi? Das ist ja furchtbar. Ich sitze die ganze Zeit hier und habe keine Ahnung. Ah, da kommt ja unser Sherlock Holmes nach Hause. Ganz geheimnisvoll. Na, Marine. Na, komm her, eine Tasse Kaffee mit, ist gerade fertig. Ich hab heute schon genug Kaffee getrunken. Du. Na, was dir denn über die Leber gelaufen? Ach, gar nichts. Nur was lamentierst du denn da? Ich dachte, du kommst eines Tages nach Hause und bringst den Schmuck mit. Mensch! Hans, mach keine Sachen. Du bist ein Mordskerl. Ja, ich bin ein Mordskerl. Wo hast du denn den her? Einmal findet man mal ein Mädel, das man gern haben könnte, von Herzen gern, und dann ist auch schon wieder vorbei, ne? Gut. Was sagst du, Mädel? Meinst du etwa das da? Das ist aber bitter. Muss ja ein feines Fräulein sein. Du, Marie, lass das Mädel in Frieden. Junge, du wirst doch nicht hier nach Ding verkaufen. Dazu bist du mir zu schade für ein Mädel, das stiehlt. Was denn, die kleine Trude stiehlt? Ist doch ausgeschlossen. Hast du eben selber gesagt. Ach, du bist ja ein Vogel, das ist die Sekunde. Das hab ich gesagt. Aber du! Ich hab gesagt. Marin, ich hab noch was vergessen. Ich muss noch mal weg. Junge, mach keine Dummheiten. Marin, lass mich doch raus. Ihm soll ein Mensch klug werden. Natürlich. Mit Gewalt. Komm mal raus, du kleiner Holzwurm. Auf Wiedersehen und recht viel Glück, recht viel Glück. Ja, also gute Nacht, Frau Pei. Gute Nacht, Herr Direktor. Kommen Sie jetzt, Fräulein Bunze. So, mein Gott. Herr Kommissar, was wollen Sie denn noch so spät? Ach, nur eine ganze Kleinigkeit. Aber erschrecken Sie nicht. Was ist denn los? Wo haben Sie denn das Ding her? Das ist mein Geheimnis, Herr Kommissar. Ich möchte auch bitte nicht drüber sprechen, solange der Mord im Hippodrom nicht aufgeklärt ist. Der ist aufgeklärt. So? Ja, den Mörder haben wir ja schon. Ach, den haben Sie schon. Sie meinen wohl den Willi, ne? Hm. Dann halten Sie mal fest. Der ist nämlich unschuldig, leider. Wollen Sie auch keinen Unsinn. Er hat ja alles selbst eingestanden. So. Hier, mit diesem Revolver hat er ihn niedergeschossen. Ganz klarer Fall. Eifersucht. Mit dem Revolver? Mhm. Ist doch Kommissar Andersen. Hier ist Schönhals. Herr Kommissar, ich glaube, ich habe eine neue Spur von dem Schmuck. Die führt nach Amerika. Ach, Fräulein Schönhals. Sie haben wieder mal eine Spur. Das ist diesmal die 240. Und die führt nach Amerika. Warum denn gleich so weit?
Na, das habe ich mir auch gedacht. Fahren Sie den nächsten Omnibus hierher. Der Schmuck liegt nämlich hier bei mir auf dem Tisch. Da staunen Sie. Da staunen wir nochmal. Auf Wiedersehen. Ja, 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 Herr Kommissar. Die Sache mit den Spuren hat die schön als Verflucht aus. Was? Das ist so ein richtiger kleiner Pfadfinder geworden. Sehen Sie? Das ist das Kleid, in dem Sie heute Abend auftreten. Wunderschön. Das freut mich. Na, wie fühlen Sie sich denn hier? Sind Sie glücklich? Sie sind so lieb zu mir, gnädige Frau. Einen guten Rat muss ich Ihnen geben. Nennen Sie doch nur Ihren Künstlernamen. Niemand soll wissen, wer Sie sind. Vivienne Rie. Das klingt. Das macht doch interessant. Ja, ja, aber ich kann das alles noch nicht so fassen. Sie wollen doch etwas ganz Großes werden, nicht? Ja, ich will gern alles tun, gnädige Frau. Sehen Sie, das ist vernünftig. So, nun machen Sie sich fertig. Herr Braun erwartet Sie oben zur Probe. Aber Parker, ich möchte gern Fräulein Trude sprechen. Die ist nicht hier. Das auch nicht wahr. Wie können Sie denn das sagen? Das ist eine Unverschämtheit. Hm? Was wollen Sie denn hier? Sie sind doch verrückt geworden. Schämen sollen Sie sich. Ah. Erst verdrehen Sie dem Mädel den Kopf und dann sind Sie von der Polizei. Na, ihretwegen will ich nicht bei der Waren Schließgesellschaft sein. Also wo ist das Mädel? Das geht Sie gar nichts an. Das ist ein anständiges Mädel. Hm. Für die lasse ich meine Hand ins Feuer. Erzählen Sie, was Sie Lust haben. Ich höre sowieso nicht mehr hin. Da werden Sie kein Glück drin haben. Tut es gar nicht mehr hier. Was soll das heißen? Wie? Sie ist nicht mehr hier. Sie wohnt nicht mehr hier. So, sie wohnt nicht mehr hier. Alle Zeitungen sind voll über den Mord von Barini. Warum? Na, wenn bloß die Sache mit dem Mädel klappt. Ach. Sind die Koffer gepackt? Alles in Ordnung. Die Artistenpension Parke. Wer ist denn da? Wer? Ach, Sie sind's, Fräulein. Ja, Frau Parke. Mir geht es sehr gut. Ja. Trude, bist du's? Ach, Gott sei Dank, Trude, du, ich hab dich den ganzen Tag gesucht. Ich muss dich dringend sprechen. Wer ist da? Wer? Hallo. Trude, hörst du? Das hat sie eingehängt. Sie, Frau Parke. Ich frage Sie jetzt zum letzten Mal. Wollen Sie mir sagen, wo die Trude ist, ja oder nein? Von mir erfahren Sie nicht das Schwarze unterm Nagel. Das Schwarze und... Na, dann will ich mal zu Herrn Braun gehen, ins Splendid Hotel. Vielleicht kann der mir sagen, wo sie ist. Tja, jetzt staunen Sie, nicht? Dann machen Sie mal den Mund zu, sonst kommt Fliegen rein. Unsere Vivien Grey wird gleich hier erscheinen. Ist sie fertig zum Probieren? Ja, aber du, sie ist immer noch sehr nervös von der gestrigen Nacht. Parker, du lässt mir das Mädel nicht aus dem Auge. Verstanden. Gut. Was willst du denn? Portier. Ja, hier spricht Braun. Hören Sie, Fräulein Vivien Grey und ich reisen noch heute gleich nach dem Konzert ab. Jawohl, heute Abend Abreise. Koffer um 10:30. Koffer um 10:30. Punkt 10:30. Wird alles besorgt, Herr Braun. Jawohl. Wie kommst du denn hierher, Trude? Und wie siehst du denn aus? Hm? Auf einmal so elegant. Ich glaube, nach dem gestrigen Abend haben wir nichts mehr miteinander zu reden. Du vielleicht nicht. Ich schon. Komm mal hier rein. Was machst du eigentlich hier in dem Hotel? Hm? Was interessiert dich das? Was willst du denn noch von mir? Ich will wissen, wer dich hierher gebracht hat. Wohl der Herr Braun, was? Sein Herr Manager. Nee. Mädel, liebes Mädel, sei doch vernünftig. Also du bleibst keine Minute länger hier im Hotel. Ich bleibe hier, solange ich will. So. Ich werde sogar heute Abend hier singen. Das wirst du nicht tun. Verstanden? Du wirst mich nicht daran hindern. Oder wenn du es kannst, bitte tu es doch. Verhafte mich. Zerstöre auch noch meine Karriere. Ach, jetzt verstehe ich dich. Deine Karriere, die werde ich nicht stören, Trude. Verlass dich darauf. Im Gegenteil, ich wünsche dir sogar noch recht viel Glück. Der Spitzel wird gefährlich.
Ja, wenn der bloß nicht im letzten Moment noch dazwischen kommt. Der Kerl muss weg. Ich schieße ihn einfach über den Haufen. Bist du verrückt? Kein Aufsehen mehr. Verschwinden muss er. Verschwinden muss er, ja. Aber wie? Ich hab den Ausweg. Und? Er wird unser Konzert nicht stören. Na, ich muss rüber ins Revier. Dann geh mal. Sag mal, Hans, was ist eigentlich mit dir los? Ich verstehe dich nicht mehr. Brauchst du doch nicht, Martin. Du hast den Schmuck, hast Aussicht auf Beförderung. Sei doch nicht so widerlich. Weil es keinen Zweck hat, hat es keinen Zweck. Da bist du denn das Mädel immer noch so verschossen? Ich will aus der ganzen Geschichte nicht mehr schlafen. Dieser Braun und das Mädel. Martin, ich sag dir, der Braun ist ein ganz schwerer Junge. Und der Herr Pedersen, das ist ein noch größerer Gauner. Der reiche Pedersen? Hm? Ja, und die Frau? Die ist die gefährlichste, sag ich dir. Na, ich würde mich nicht in die Geschichte hineinmischen. Ja, wir beide sind ja auch verschieden, nicht? Lass doch die Witze. Na, ich komme um 10 zurück. Schön, komm gut über den Dampfer. Du brauchst nicht weinen, du hast ja einen, und der bin ich. Brauchst du einen ganz schnell, dann ruf nach Hans schnell, denn der bin ich. Augenblick! Pedersen, Sie kommen zu mir? Ich komme im Auftrag meines Mannes. Tja, wollen Sie näher treten? Bitte nehmen Sie Platz. Nein, nein, danke. Darf ich Ihnen eher eine Kleinigkeit anbieten? Ich habe allerdings nur einen scharfen Schnaps, so feine Sachen führe ich nicht. Nein, danke. Bemühen Sie sich nicht. Tja, die Frau, womit kann ich Ihnen dann dienen? Mein Mann möchte sich Ihnen für die Herbeischaffung des Schmuckes erkenntlich zeigen. Ach so. Ich habe ja nur meine Pflicht getan. Die ausgesetzte Belohnung können Sie doch ruhig annehmen. Es sind immerhin 1.000 Dollar. Tja, 1.000 Dollar, gnädige Frau, das ist für unser einen sehr viel Geld, nicht? Aber es geht leider nicht. Aber wir sind Ihnen doch dankschuldig. Ist nicht nötig, ist bestimmt nicht nötig. Ich verstehe Sie nicht. Wenn man die Möglichkeit hat, 1.000 Dollar zu gewinnen, ja, dann greift man doch zu. Meine Koffer sind fertig. Die können Sie sofort herunterholen. Jawohl. Das Gepäck von Fräulein Grill erst nach Ihrem Auftreten ins Auto schaffen. Verstanden? Jawohl, wird alles besorgt, Herr Braun. Gut, schön. Ja, riecht ja hier so komisch. Was ist denn hier los? Was? 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 Was ist los? Gottes Willen. Los! Komm doch zu dir, Hans! Hans! Was? Ja. Du, Martin, was ist los? Martin, wo ist denn? Du wirst denn das? Was ist das Frauenzimmer? Das ist kein Frauenzimmer. Pedersen, oder? Pedersen, ich war hier. Ich bin völlig reingefallen. Die Pedersen hat mich doch betäubt mit dem Gasrevolver. Ein Gasrevolver? Wie spät ist es? Ich bin 10 vorbei. Oh, Mensch, du, das ist höchste Zeit. Ich muss weg, gib mir mal. Gib mir mal reines Hemd. Ist doch egal, gib mir mal reines Hemd. Wie sehe ich denn aus? Was ist denn gewesen? Zu dieses Frauenzimmer. Da werde ich das schon erzählen. Dieses. Viel weggegangen ist. Ich
möchte doch lieber Vivian vor ihrem Auftreten in ihrer Garderobe aufsuchen. Nein, Fritz, auf keinen Fall. Sie ist jetzt sicher nervös. Ich lasse ihr deine Blumen auch erst nach ihrem Auftreten überreichen. Die Überraschung ist doch dann umso größer. Hören Sie mal zu, Kleines. Heute Abend wird auch Herr Patterson, der Mann von Frau Gloria, hier sein. Sie werden ihn sicher kennenlernen und Sie müssen sehr, sehr freundlich zu ihm sein. Er hat drüben großen Einfluss. Aber gern. Das ist sehr wichtig. Nach ihrem Auftreten ab. Wenn es nur schon vorbei wäre. Sehr aufgeregt? Nein, ich habe ja den ganzen Tag probiert. Wird schon gehen. Na, ich halte den Daumen. Sie müssen doch Ihrem neuen Namen Vivian Grey Ehre machen. Also Hals und Beinbruch. Mädel, was ich tue, tue ich doch nur für dich. Merkst du denn gar nicht, dass du hier in Händen von ganz gemeinen Gaunern bist? Was? Du denkst an deine Karriere. Hm, deine Karriere. Ist denen doch ganz egal, die wollen dich doch nur ausnutzen. Das ist nicht wahr. Die Vivian Grey, die du jetzt hier spielen musst, die ist doch in Wirklichkeit ganz jemand anders. Was sagst du? Die Vivian Grey ist eine andere? Das ist doch mein Künstlername. Künstlername, oh, du liebes, dummes Mädel, du. Wie soll ich dir denn erklären? Versteh mich doch. Das ist doch nicht möglich. Ja, was soll ich denn machen? Ja, soll ich denn nicht auftreten? Du wirst auftreten. Du musst sogar auftreten. Und hab keine Angst. Angst? Ich will ja alles tun, was du willst. Aber verlass mich jetzt nicht. Ich bin noch immer bei dir. Reiß dich zusammen. Lass dir nichts merken, Mädel. Zeig, dass du zu mir gehörst. Sing. Sing vor diesen Spitzbuben. Tude, ich hole sie mir schon. Fräulein Grey, das Publikum wartet. Alles ist gespannt. Danke. Danke schön. Meine Herrschaften, ich bin bereit. Darf ich bitten? Das ist auch wirklich ganz gut. Allerliebst, die Kleine. Hallo? Der Koffer ist ja leer. Der Bursche fährt ja leicht ab. Du, das ist doch nicht Vivian. Ja, du hast ganz recht. Die sieht ja nur so unglaublich ähnlich. Was soll denn das heißen? Fred, das ist eine Hochstaplerin. Das ist eine Unverschämtheit. Eine unerhörte Frechheit. Du musst unbedingt mit ihr sprechen. Ja, das werde ich tun. Komm. Aber unauffällig. Thank you.
Unverschämt. Leg dich nicht auf mit. Ich gebe Saal kein Aufsehen. Geh zu mir in die Garderobe. Ja, du hast recht. Herr Keller. Bitte? Wo ist die Garderobe von Fräulein Gray? Zimmer Nummer 7. Danke. Geh. Du kommst bitte gleich nach. Ja, ja. Aber du hast dich geirrt. Jetzt rechnen wir ab. Bitte beruhigen Sie sich doch, was ist denn geschehen? Der Kerl hat mich überfallen. Er hat mich gewürgt. Sind Sie bestohlen worden? Bitte sofort, Polizei. Aber Fred, beruhige dich. Die Hauptsache ist doch, dass dir nichts geschehen. Die Polizei, bitte. Nein, Fred, nicht die Polizei. Herr Direktor, er wird sich beruhigen. Nur nicht die Polizei. Die Gesellschaft soll auf keinen Fall gestört werden. Eben Ihren Vortrag beendet. Wollen Sie sich Ihrer Waffe? Nein, Herr Direktor, mein Mann fühlt sich zu schlecht. Fred, es ist besser, wir gehen jetzt, bevor die Herrschaften hier zurückkommen. Komm. Herr Patterson, dann bitte ich Sie nochmals um Entschuldigung. Bitte. Patterson, der hat zu ihm mit seiner Frau gemeint, das Hotel verlassen. Das Hotel? Hund verfluchter. Herr Richter, hier im Hotel wohnt ein Herr Braun. Er möchte heute Abend abreisen. Komm, wir sind beschlagnahmt. Da wollen Sie mir nicht bitte erklären. Hier. Diese Koffer bleiben auch hier. Ich bitte Sie nochmals um eine Erklärung. Werden Sie früh genug kriegen. Gut. Du telefonierst sofort mit Kommissar Andersen. Er soll gleich herkommen. Er soll die Koffer untersuchen. Ja. Ich bin am Quai. Bei der Yacht von Patterson. Andersen und du, ihr kommt mir nach. Hast du verstanden? Natürlich. Ah, was der Vorsicht geht. Gray, was bedeutet das? Bitte sofort die Kriminalpolizei. Jawohl, Herr Kommissar. Im Hotel Splendid. Ich bitte Sie, kommen Sie sofort hierher. Du! Fahr mal schnell zu dem Amerikaner rüber, los! Ach. Captain! Liebe Frau? Mein Mann ist sehr krank. Wir wollen noch heute Nacht in See. Kurs, liebe Frau? Südamerika. Hola. Ah!
sind beide falsch. Na? Herr Braun? Das haben Sie wohl nicht erwartet, was? Willst du die Hand loslassen? Raus jetzt! Los! Geh raus! Was? Du schießt dich über den Haufen! Bist du raus? Schweinekerl! Geh raus! Raus! Schweinekerl! Da wird's bald! Verlassen Sie sofort das Schiff! Nach ihm! Wir sind hier auf neutralem Boden! Gewesen! Nur los, du. Ich sauf dich ab wie eine Ratte, wenn du hier bleibst. Du, komm. Los, geh, schwimm an Kee. Los, los. Aus Amerika kommst du doch nicht. Los. Du gehst schon. Ja. Das ist Patterson. Und von rückwärts erstochen. Ja, Herr Kommissar. Wann ist denn der Tod eingetreten? Vor ungefähr einer Stunde. So. Schrecklich. Reynolds, haben Sie feststellen können, wann Braun das Hotel verlassen hat? War leider nicht festzustellen. So. Portier. Herr Kommissar. Wann sollten denn die Koffer weg? Um 10:30. Herr Kommissar, ich bitte, kommen Sie doch schnell. Röder erwartet uns bei der Yacht vom Patterson. Ich, aber ich kann doch jetzt Herr nicht... Kommissar. Vielleicht braucht er Hilfe. Ich bitte. Ja. Henry. Ja. Sie bleiben hier und erledigen alles weiter. Jawohl. Du Hund, du. Den Bauch treten, du Schwein, Wallemann. So, mein Junge, ich komme. Ich komme. Da liegt die Jagd von Petersen. Mein Lieber. Röder! Röder! Wo stecken Sie denn? Hier, Herr Kommissar. Was war denn los? Was geschieht? Ach, nur eine Kleinigkeit. Ich habe den Kerl erledigt. Da hinten in der Lore liegt er fertig zum Abtransport. Los! Ja, aber wer denn? Der Mörder von Barini und Patterson. Aber den Mörder von Barini haben wir doch längst. Aber Tante Schönholz, der Stallmeister ist doch unschuldig. Wieso denn? Hier. Mit dem Revolver. Und der Kugel hat Braun Barini erschossen. Stimmt. Ja, ja. Unerhört.
Also ich habe Sie immer für einen großen Kriminalisten gehalten. Danke, ich Sie aber nicht. Ich gratuliere. Sie werden Karriere machen. Moment, Herr Kommissar. Trudel. Oh. Du. Wir machen zusammen Karriere. Hm? Gute Nacht. Gute Nacht, meine Herrschaft.